Ist es ein silberner Wal oder doch eine Muschel? Schon das Gebäude des Universums macht neugierig. Im Universum tauchen Jung und Alt in die Themenwelten Kosmos, Erde und Mensch ein. Mit allen Sinnen erfahren die Besucher, was nach dem Urknall geschah, wie ein Tornado entsteht und welche Sprachen es auf der Welt gibt. Allein das Science Center verfügt über 250 Exponate zum Anfassen, Mitmachen und Experimentieren. Der Fallturm des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ist das sichtbare Wahrzeichen des Technologieparks, einer der führenden Hochtechnologiestandorte Deutschlands. Hier arbeiten Forschungsinstitute wie die von Fraunhofer und Max Planck sowie namhafte Unternehmensgrößen auf engstem Raum zusammen. Raumfahrtbegeisterte erhalten bei EADS Astrium in Bremen Einblick in Forschung und Entwicklung rund ums Weltall. Hier werden vor den Augen der Besucher Teile der Ariane 5 und des Transportvehikels ATV gebaut. In der Führung Bremen Stadt der Luft- und Raumfahrt schauen die Teilnehmer den Wissenschaftlern über die Schulter und erleben vor Ort, wie die Fachleute am Boden mit den Kollegen im Weltall Kontakt halten. Bremen hat für seine Besucher noch mehr attraktive Angebote. Egal ob Messe, Konzert, Sportevent oder sonstige Veranstaltung, der Messestandort Bremen ermöglicht viele verschiedene Veranstaltungskombinationen. Weltoffenheit, Kontinuität und das Ziel, ständig neue Ideen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen, sind Eigenschaften, die die Messe Bremen für sich in Anspruch nimmt. Veranstaltungen wie die Bremen Classic Motor Show, der Fahrradmarkt Zukunft oder die Fachmesse Fisch International sind längst etabliert. Die Hansestadt ist auch das Zuhause weltbekannter Marken. So ist hier die Deutschlandzentrale des weltweit führenden Brauunternehmens InBev zu Hause, aus dem das bekannte Beck's Bier stammt. Und neben Kraft Foods mit Produkten wie Jakobs Kaffee und Milka Schokolade hat sich auch Mercedes-Benz an der Weser niedergelassen. Bei den regelmäßig stattfindenden Besichtigungen können Technikliebhaber die Arbeitsabläufe in einer hochmodernen Autofabrik hautnah erleben. Asien und Afrika sind im Überseemuseum Bremen nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Es zählt zu den international führenden Museen für Natur-, Völker- und Handelskunde und geht auf die Schätze zurück, die Bremer Kaufleute von ihren Handelsfahrten in alle Welt mitbrachten. Mit seinen 9000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist es Deutschlands größtes integriertes Museum für außereuropäische Länder. Das Überseemuseum vereint die ganze Welt unter einem Dach.